Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar, der große Marktausblick mit Mario Lüdemann. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich, dass Sie ja heute live dabei sind. Wenn Sie in der Vergangenheit schon mal dabei waren, dann kennen Sie das vielleicht. Einmal gehen wir jetzt ganz kurz den Risikohinweis durch und Sie haben natürlich die Möglichkeit, vielleicht später auch Wunschanalyse dann entsprechend in den Chat zu schreiben, aber ich glaube, da wird der Mario selber dann gleich was dazu sagen. Und in der Zwischenzeit können Sie den Risikohinweis entsprechend hier zur Kenntnis nehmen, denn dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute Abend müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dieses Webinar bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Ganz wichtig. Ja? Okay, dann, lieber Mario, offiziell nochmal einen schönen guten Abend. Schön, dass du heute für uns Zeit hast und ich übertrage den Bildschirm. Ich wünsche viel Erfolg und viel Jawohl, danke Spaß. schön. Ja, dann sage ich auch Hallo in die Runde. Vielleicht hast du auch schon eine Frage an dich gesehen. Dann würde ich sagen, falls du die noch beantworten magst, schon oder zum Ende hin, Wie du bezieht sich möchtest. Ich auf. kann gerne was dazu sagen. Ja, dann mach das vielleicht gerade am Anfang, dann haben wir das gleich und dann. Kein Problem. Ja, hier wird die Frage gestellt, warum die IB-Situation bei uns anders ist als bei anderen Mitbewerbern. Die Antwort ist da erstmal recht simpel. Wir haben FX Flat hat einen direkten Kontakt und Vertrag mit Interactive Brokers LLC, also direkt in den USA. Und die andere Situation ist ja, dass andere Broker an der Stelle mit IB UK entsprechend den Vertrag und Zusammenarbeit hat. Und deswegen stellt sich diesen Unterschied aktuell dar. Und ja, wenn Sie weitere Fragen dazu haben, dann können Sie gerne auf uns zukommen. Da gibt es aktuell sehr, sehr viele Fragen. Da gibt es ja wohl, ja, ich glaube, unterschiedliche Aussagen an der Stelle. Fakt ist, ich glaube, da werde ich mich auch inhaltlich nicht von den Informationen jetzt unterscheiden, was Sie sowieso schon von uns in verschiedenen Kanälen schon gehört haben. Wir haben entsprechend die Zusammenarbeit und Vertrag mit IB LLC und vermitteln entsprechend die Konten nach USA. Da bleibt es aktuell alles so wie gehabt. Und weder wir als Geschäftspartner noch unsere Kunden haben bis jetzt irgendwelche Informationen oder Aufforderungen bekommen, dass wir entsprechend von der Migration ebenfalls betroffen sein werden. Also bis jetzt 0,0 in diese Richtung. Und daran halten wir uns selbstverständlich. Und das ist auch die aktuelle Lage bei uns. Ob es in Zukunft seitens IB USA, das ist ganz wichtig, das ist unser Vertragspartner, irgendwelche Änderungen gibt, ist nicht abzusehen. Wir haben, wie gesagt, keine Informationen diesbezüglich. Aber wie auch wir können nicht in die Zukunft schauen und nur die Fakten und die aktuelle Lage entsprechend transparent beschreiben. Ja? Also, wenn Sie weitere Fragen dazu haben, dann sehr, sehr gerne auf uns zukommen. Und Sie finden auch alle Informationen jetzt schon auf unserer Webseite. Und ich glaube, ich hoffe, damit ist die Frage entsprechend beantwortet. Ja, perfekt. Dann haben wir das gleich am Anfang geklärt, weil sonst kommt es hinten raus bestimmt die Frage, weil auch wir jeden Tag gefühlt 20 Mails zu dem Thema bekommen und wir auch sagen, wir können dazu keine Aussage treffen. Bitte wendet euch an den Broker. Ja, kommen wir zum Marktausblick für die 50. KW. Wenn ihr Fragen habt zu einzelnen Titeln, könnt ihr diese natürlich wie üblich gerne stellen. Risikohinweis hatten wir vorhin schon bei Nelson gesehen, blende den aber auch nochmal hier kurz ein. Und dann würde ich sagen, geht es sofort weiter dann an die Termine für diese Woche. So, da haben wir morgen früh die ZEW-Konjunkturerwartung. Eigentlich nur wichtig für alle, die in Deutschland im Indexhandel natürlich sind, weil da kann es natürlich immer zu Ausschlägen kommen. Und dann am Mittwoch sicherlich, da kommen jetzt Mittwoch, Donnerstag spannende Zahlen. Da haben wir einmal die Stellenangebote aus den USA und die Rohöl-Lagerbestände.
Und dann sicherlich die beiden wichtigsten Termine finden dann am Donnerstag statt. Das ist einmal der Zinsentscheid der EZB um 13:45 Uhr, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe um 14:30 Uhr und aus meiner Sicht auf jeden Fall ganz, ganz wichtig ist die Pressekonferenz der EZB, weil es gibt eigentlich immer zwei Punkte, wo sich die Märkte stark bewegen. Das ist einmal, wenn der Entscheid rauskommt, dieser ist aber im Vorfeld bei den meisten eh schon so ein bisschen durchgesickert, was da passiert. Aber die Pressekonferenz, also wie wird das Ganze dann entsprechend auch kommuniziert? Das ist eigentlich am Ende immer der super spannende Punkt und was für mich eben dann tatsächlich im Daytrading genau das ist, worauf ich natürlich hier an dieser Stelle dann achte. Ja, und dann noch als letztes am Freitag der Erzeugerpreisindex. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Märkten. Es hat sich ja einiges getan. Starten wir wie üblich mit dem S&P 500. Und hier haben wir ja über die ganzen letzten Wochen und Monate einen Aufwärtstrend, der seit März in einer Richtung nach oben strebt. Wir haben wieder neue Allzeithochs. Also von daher wirklich ein super, super sauberes Bild. Man kann das hier wirklich sehen. Also technisch war das wirklich ideal zu handeln in den letzten Wochen und Monaten, also von daher wirklich super, super entspannt. Man sieht das hier wirklich. Hier auch die Tiefs sind nicht unterschritten worden. Das heißt, wir haben hier wirklich nochmal eine starke Aufwärtsbewegung gehabt. Das ist auch der Grund, warum wir in den letzten Wochen natürlich hauptsächlich unser Augenmerk auch innerhalb des Screening-Dienstes immer nur auf der Long-Seite hatten im S&P, haben ja wirklich richtig viele starke Titel auch in den letzten Wochen drinnen gehabt, wie eine Amazon, wie Tesla. Und das sind einfach die Dinge, die man jetzt ja auch sieht. Also jetzt Tesla ist jetzt nicht im S&P, aber grundsätzlich hier die starken großen amerikanischen Titel, das ging einfach hier wirklich super stark bergauf. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob wir in diesem Tempo weiter nach oben laufen können. Wir sind allerdings gerade in einer der besten Marktphasen, die wir überhaupt haben können. Wir sind ja in dieser Weihnachtsrallye. Das ist ja mal Thanksgiving, Weihnachtsrallye. Das geht ja alles so mehr oder weniger Hand in Hand. Das heißt, diese starke Aufwärtsbewegung, die wir auch in den letzten Wochen gesehen haben. Viele von euch sind ja auch bei uns im Investmentbereich. Die haben 12, 13% in den letzten 5 Wochen an Performance mitnehmen können. Also das heißt, wir haben hier wirklich diese gesamte Aufwärtsbewegung wirklich extremst gut handeln können. Als Trader ist es natürlich immer wichtig, genau darauf zu achten, welche Aktien sehen jetzt gut aus. Und das sind halt tatsächlich viele, viele Aktien aus dem S&P 500, allerdings auch aus dem Nasdaq. Schauen wir uns gleich auch noch an, weil da gibt es wirklich auch ganz, ganz viele Aktien, die momentan sehr, sehr gut aussehen. Würde ich jetzt im Moment noch hinterher springen? Das habe ich auch heute im Screening-Dienst nochmal gesagt. Nein, also ich würde jetzt tatsächlich darauf warten, dass es hier vielleicht zu einer kleinen Korrektur kommt. Wir kriegen auch die ersten Hinweise darauf, dass der Markt sehr stark überkauft ist. Sieht man natürlich an solchen Dingen wie den vielen Greed-Index sehr, sehr gut, aber auch anhand der Volatilität kann man das ganz gut sehen. Das heißt aber nicht, dass es jetzt heute oder morgen mit dieser Bewegung Schluss ist. Das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn wir haben jetzt ja auch gesehen in den letzten 4,5, 5 Wochen bei kleines Konto Großtraden, dass wir auch dort in den letzten 5 Wochen 8% Performance einfahren konnten und das mit nur ungefähr einem Trade pro Woche. Das heißt, also man sieht schon ganz gut, wie dieser Markt auch nach oben zieht. Und das ist nicht nur im S&P so, sondern natürlich auch im Nasdaq. Im Nasdaq haben wir ja wieder, was den großen Trend angeht, auch hier wirklich sehr, sehr gut sichtbar, dass hier der große Trend auch wieder funktioniert, weil das ist ja auch wichtig, wenn wir uns das hier anschauen. Hier ist der Markt ja nochmal hochgelaufen und hat jetzt auch ein neues Hoch markiert, das höher ist als dieses hier. Dazwischen gab es ja einen sogenannten Trendbruch. Und zwar, wenn man hier diesen kleinen Trend nimmt, der hier hochgelaufen ist, dieser ist ja zwischenzeitlich mal gebrochen worden. Das hat auch viele verwirrt, dieser kurze Trendbruch, der ist hier hingekommen ist. Hier gab es dann ja dieses Doppeltief. Das haben wir auch schon oft im Wochenausblick thematisiert, dieses Doppeltief. Von da an hat es dann einen neuen Trend gegeben, hier von dem Doppeltief hier sehr schön zu sehen. Dieser mittlere Trend, der hier nach oben gelaufen ist. Und dann haben wir natürlich in dieser letzten Bewegung noch einen kleinen Trend. Das heißt, alle Trends, ob mittel, klein oder groß,
zeigen jetzt in die gleiche Richtung, was natürlich jetzt dafür sorgt, dass wir hier wahrscheinlich tatsächlich auch noch in den nächsten Tagen und Wochen mehr Bewegung nach oben bekommen, was auch sehr positiv ist. Ich nehme mal die Zeichnung raus, damit es nicht verwirrt. Also alle Trends zeigen die gleiche Richtung, ist, dass wir fast jeden Tag höhere Schlusskurse haben als Eröffnungskurse. Das ist ein sehr positives Bild, was wir hier sehen über die letzten 2, 3 Wochen, bis auf 2 Ausnahmen. Das kann man ja ganz gut sehen. Das war einmal hier dieser Doji und einmal hier dieser Hammer, der hier entstanden ist. Aber ansonsten tatsächlich geht der Markt nur in eine Richtung. Und das sehen wir auch gleich, wenn wir uns mit den amerikanischen Aktien beschäftigen, dass auch gerade der Nasdaq wirklich sehr, sehr, sehr stark ist. Man muss ja schon wirklich suchen, wenn man schlechte Aktien im Portfolio hat, weil es ist einfach fast kaum möglich, keine gute Performance zu machen. Wir haben jetzt, wie gesagt, bei kleinen Konten schon eine extrem hohe Performance, dadurch, dass wir ja wirklich sehr, sehr wenig handeln. Bei uns auf dem Trader-Konto eine recht starke Performance für den November. Wir gehen dann auch nochmal im Infowebinar nächste Woche darauf ein. Über 20% Performance alleine im November. So, also das heißt, hier diese Bewegung ist halt wirklich sehr, sehr stark, wie hier nach oben gekommen ist. Geht es weiter so? Ja, ich denke schon, dass wir auch hier weiter steigende Kurse sehen werden. Wir haben hier dieses alte Hoch oder diesen Hochbereich sehr schön durchlaufen, wo hier ja doch 3 Hochpunkte waren. Die haben wir hinter uns gelassen, haben Schlusskurse oberhalb gehabt, Mitte letzter Woche. Und jetzt sehen wir ganz schön, der Markt bleibt auch oberhalb. Also das ist einfach etwas, was extremst wichtig ist. Schlusskurse auf Jahreshoch, Allzeithochs, das sorgt häufig dafür, dass es einfach weitergeht mit dieser Party, die wir hier gerade sehen. Auch wenn wir hier in den Stundenchart hinuntergehen, sehen wir halt auch, dass hier dieser Trend weiter nach oben geht. Wir müssen halt immer ein bisschen aufpassen. Deswegen bin ich nicht so der große Freund des Indexhandels, weil natürlich durch die Nachtsession, die ja hier im Future immer zu sehen ist, haben wir halt wirklich viel diese Schiebezonen, wo es hier nachts, könnt ihr hier ganz gut sehen, wo halt wirklich gar nichts passiert. Auch hier in diesem Nachthandel, da passiert halt wirklich gar nichts. Es geht hier wirklich nur seitwärts. Diese starken Bewegungen kommen dann halt tatsächlich zum regulären Handel häufig. Deswegen bin ich nicht so der Freund vom Indexhandel, gerade so in dieser Zeit, ne? Also während der normalen Handelssession, da sehen wir dann ja auch hier, dann zieht der Markt natürlich auch gleich wieder nach oben. Dann kann man das auch ganz gut auch intraday handeln. Aber ansonsten ist das eher aus meiner Sicht schwierig. Kommen wir zum deutschen Markt. Der ist mir ist so ein zweigeteiltes Ding. Also wir haben hier eine sehr starke Bewegung nach unten natürlich gehabt, wo auch wieder viele gesagt haben, oh, das ist ja wieder so ähnlich wie vor 2 Jahren, als es dann im Oktober erst bergab ging. Dann hier diese V-Umkehr, kann man hier ganz gut sehen. Also der Markt geht erst einmal hinunter, geht dann hoch. Und was dann das Spannende ist, und das hatten wir ja auch schon letzte Woche beim Wochenausblick gesagt, was dann passiert, ist halt so ein typisches Konsolidierungsmuster, was dann halt häufig auftritt. Das heißt also, ich mache das mal hier oben und hier unten, da kann man es ganz gut sehen. Wenn dann dieser Ausbruch kommt hier aus dieser V-Formation, dann geht es auch meistens nach oben. Wir haben halt hier wirklich ein relativ starkes Widerstandsband, was sich so zwischen 13.200 und 13.500 Punkte bewegt. Aus diesen alten Hochs, die hier überall zu sehen sind, da muss der Markt natürlich durch, weil die haben natürlich in letzter Zeit auch viele Marktteilnehmer natürlich verkauft hier an diesen Hochpunkten. Da muss der Markt jetzt durch. Wenn wir das schaffen, dann ist es wirklich, dass ich glaube, dass wir dann sehr, sehr schnell auch die 14.000 und auch vielleicht sogar mehr sehen. Aber wir müssen halt diese 2% nach oben erstmal nehmen. Und ich glaube, dafür brauchen wir einen Impuls von außen. Der könnte am Donnerstag der Zinsentscheid sein, der dann dafür sorgt, dass der Markt dann hier einfach auch den entsprechenden Schwung bekommt, um dann diese Hochs dann herauszunehmen. Heißt für mich als Trader natürlich, möchte ich jetzt im deutschen Markt Aktien handeln? Jein, das hängt davon ab, ob es eine News dazu gibt. Wenn es also eine News gibt, dann schon. Ansonsten würde ich hier einfach warten, tatsächlich, dass wir dieses Widerstandsband hier oben einfach rausnehmen, weil das ist mir jetzt einfach zu heavy. Und vor allen Dingen, warum soll ich hier jetzt an dieser Situation, können uns das ja auch hier nochmal anschauen, wo wir jetzt hier wirklich die ganze Zeit hier an diesem Hoch von 13.250 bis 13.300 drin hängen.
Warum sollen wir uns das antun? Also das macht aus meiner Sicht einfach wenig, wenig Sinn. Deswegen bleibe ich dabei. Ich bleibe im amerikanischen Markt, wo wir sehr viele Aktien haben, die sehr gut aussehen. Und dann versuche ich da lieber gute Trades zu bekommen. Im Moment ist die Trefferquote sehr, sehr hoch, liegt bei über 70%. Und da kriegt man einfach viele gute Trades gerade ins Ziel. Und das ist ja das, worum es am Ende des Tages auch geht. Schauen wir uns den MDAX an. Der ist ja auch eine ganze Zeit lang hier wirklich seitwärts gelaufen. In den Sommermonaten haben wir eine ziemlich breite Range gehabt. Die haben wir zum Glück zwischenzeitlich verlassen können. Kann man hier ganz gut sehen, diese Range, die wir hatten. Hier unten ist dann auch nochmal dieser Unterstützungsbereich gewesen. Hier sind wir einmal am Anfang durchgetickt. Ansonsten war das das hier. Jetzt sind wir hier raus und das ist das, was ich vorhin schon sagte. Wenn wir neue Hochs machen und Schlusskurse über den Hochs bekommen, dann ist der Weg hier auch relativ schnell frei. Und das kann man hier ganz gut sehen. Wenn der Markt dann hier hochzieht, dann hat man halt auch schnell mal 5% und das innerhalb von kurzer Zeit. Das heißt, also wir haben hier wirklich einen Riesenvorteil, wenn der Markt dann erstmal aus so einer Schiebezone herausbricht und dann auch nach oben läuft. Auch saisonal gesehen, natürlich der deutsche Markt, sowohl der große DAX als auch sein kleiner Bruder, haben natürlich jetzt auch ein positives Marktumfeld. Ihr wisst es, Jahresendrallye, dann die großen Fonds, die hier häufig nochmal Bereinigungen machen, also die den Markt dann auch nochmal nach oben ziehen zum Ende des Jahres, weil dann sieht das in den Büchern einfach deutlich besser aus, dieses sogenannte Window Dressing. Und davon können wir natürlich profitieren, indem wir einfach immer wieder auf Stärke setzen. Also das, was in den vergangenen Wochen gut gelaufen ist, das gilt jetzt nicht nur für den deutschen Markt, genauso für den amerikanischen Markt, sieht man ja auch am Beispiel von Tesla wieder. Das, was besonders gut gelaufen ist, das wird natürlich auch immer wieder dann entsprechend gekauft. Warum? Weil man eben Stärke am Ende des Jahres kauft. Das, was im Portfolio eh schon gut gelaufen ist, das wird zusätzlich dazu genommen. Das, was nicht so gut gelaufen ist, das schmeißt man einfach raus oder reduziert es einfach von der Größe. Ein paar Fragen im Vorfeld haben wir schon zu Gold bekommen, Xetra Gold. Ich habe es hier nochmal aufgemacht, weil Gold ja doch in den letzten Wochen doch unter Druck geraten ist. Wie gesagt, hier Xetra Gold ganz gut auch zu sehen, von 56 runter, hier unten die Umkehrkerze. Und jetzt kommt natürlich wieder Dynamik rein, auch zur Oberseite hin. Ich glaube auch, dass es das war jetzt erst einmal. Ich glaube nicht, dass wir in den nächsten 4 Wochen weiter fallende Kurse sehen in Gold, obwohl der Trend einwandfrei nach unten zeigt. Das darf man halt einfach nicht vergessen. Also wenn wir uns das markttechnisch anschauen, dann ist hier ganz klar, der Trend zeigt hier nach unten. Und ich würde jetzt auch nicht anfangen, unbedingt zu sagen, dass ich als Trader gegen diesen Markt setzen muss. Aber man muss das auch sehen. Der Markt ist relativ stark heruntergekommen. Und Gold ist ja eh so ein komischer Markt, also im Verhältnis zum DAX halt. Wir haben hier unten dieses Tief, was wir hier hatten, sind wir angelaufen. Der Markt hat hier an dieser Stelle gehalten. Und als Trader-Position würde ich auf keinen Fall hier frühzeitig auf die Short-Seite setzen wollen. Es sei denn, wir schaffen es nicht, die 200er-Tage-Linie zurückerobern. Das ist, glaube ich, der entsprechende Punkt. Wenn wir die 200er-Tage-Linie nicht zurückerobern, dann kann es wirklich gut sein, dass es hier weiter bergab geht. Das will ich nicht ausschließen, aber sollten wir es schaffen, in den nächsten Tagen hier die 50 Dollar beziehungsweise 50-Euro-Marke bei Xetra Gold wieder zurückzuholen, dann glaube ich, dass wir hier auch gute Chancen haben, dann tatsächlich noch ein ganzes Stück weiter nach oben zu laufen. Okay, das jetzt mal zu den großen Indizes, die ja von vielen von euch auch regelmäßig gehandelt werden. Und dann würde ich sagen, von da aus, wenn ihr einzelne Aktien habt, dann bitte die Kürzel bitte eingeben, damit wir dann möglichst viele Aktien dann auch entsprechend nutzen können. Fritz schreibt noch, wenn der Dow Jones sein Fundament bei 30.000 jetzt gezogen haben sollte. Ja, also wie gesagt, es kommen ja viele Sachen zusammen. Dow Jones ist zwar der Index, der sehr stark beobachtet wird, weil es eben der größte amerikanische Index ist. Den gibt es seit 125 Jahren. Der war früher mal bei 40 Punkte, heute bei 30.000. Das ist natürlich schon eine gigantische Bewegung, die wir da gesehen haben in den letzten Jahren. Trotzdem muss man natürlich ganz klar sagen, der wird natürlich
zwar beobachtet, aber es sind halt auf der einen Seite nur 30 Titel und in der Regel sind es die großen Flaggschiffe, die großen Tanker. Das heißt, was so Dynamik angeht, was es angeht, Aktien zu finden, die vielleicht eine hohe Gewinndynamik haben, das finden wir natürlich nicht mehr im Dow Jones. Da sind wir halt auf den Technologiesektor meistens deutlich besser aufgestellt. So, Petra schreibt, große Portfolios müssen ja Ende des Jahres ein Rebalancing durchführen, was zu einem Aktienverkauf führen wird. Wie siehst du die Gefahr, dass das zu fallenden Kursen führen wird? Das sehe ich gar nicht, Petra, weil das hat es noch nie, also wenn man das jetzt mal auf lange Sicht sich anschaut, hat es noch nie zum Ende des Jahres zu Verlusten geführt, sondern eher das Gegenteil. Wir sehen eher zum Jahresende hin tatsächlich nochmal mehr Schwung im Markt. Das liegt einfach an diesem sogenannten Window Dressing, was die großen Portfolio-Manager machen. Also das würde ich jetzt eher als nicht das Problem sehen, dass hier Rebalancing gemacht wird, sondern wenn die Positionen abbauen, dann werden sie auch andere Positionen wieder aufbauen. Also was man sieht, ist natürlich, dass normalerweise man sich Positionen, die nicht gut gelaufen sind oder sogar im Minus sind, vielleicht von Trend, wenn man Portfolio-Manager ist und dafür eben starke Titel eher reinnimmt. Aber grundsätzlich ist es kein Problem, was sich jetzt auf dem Markt auswirkt, weil ja eine Position gegen die andere getauscht wird. Dagmar fragt, gehst du davon aus, dass Tesla nach Aufnahme im S&P 500 fällt, kann ich mal gerade aufrufen, Tesla. Also erstmal ist Tesla ja wirklich ein Wahnsinn, was da dieses Jahr passiert ist. Das muss man ganz klar sagen. Ich habe jetzt gerade vorher noch mal ein Video zu Tesla auch aufgenommen. Man sieht auch hier, es geht halt wieder weiter bergab. Also wer jetzt hier nach der kleinen Korrektur wieder reingegangen ist, und das denke ich, das werden ja viele gemacht haben, zumindest die auch aus unseren Ausbildungen kommen. Das kann man ja ganz gut hier sehen. Hat man hier wirklich super Möglichkeiten gehabt, hier nach dieser Korrektur dann vielleicht den Einstieg wieder zu finden oder auch nach der Umkehrkerzen dann den Start. Also ich glaube schon, dass Tesla jetzt erstmal noch weiterläuft. Was passiert, wenn sie im S&P 500 sind, muss man halt einfach schauen, ob das wirklich so ähnlich verläuft wie bei den anderen Nachrichten, die wir hatten, Aktiensplit, Battery Day. Das Muster vorher ist auf jeden Fall gleich. Das heißt also mit der Ankündigung in den S&P 500 ist halt die Aktie einfach durch die Decke gegangen. So. Und das ist halt immer so. Und deswegen nutzen wir das ja auch im Handel immer wieder, dann entsprechend solche Trades auch aufzusetzen. Innerhalb von kleinen Konten haben wir den Trade leider nicht bekommen, weil unser Limit überrannt wurde. Das ist dann halt schade, wenn sowas passiert. Kann halt immer passieren, wenn man mit Stop-Limit-Orders arbeitet. Aber grundsätzlich ist es halt einfach eine super, super starke Aktie und die gehört halt einfach auch in jedes Portfolio. So, Baba. So, Alibaba. Ja, also die meisten werden es ja wissen, die regelmäßig meinen Wochenausblick verfolgen, auch hier beim großen Marktausblick. Ich bin halt kein Freund davon, Aktien, die relativ stark unter Druck geraten. Ne? Also wir sehen das hier, dass die Aktie zwei Gaps nach unten gezogen hat. Ich zeichne die auch mal kurz ein. Einmal das Gap hier und dann nochmal das Gap hier und am Ende hier nochmal so ein Gap nach unten. Das sind Dinge, die gefallen mir nicht wirklich, ehrlich gesagt. Und das ist auch der Grund, warum ich solche Aktien im Regelfall nicht handeln. Also A, weil es die Gaps nach unten gibt, die doch relativ groß sind. Das darf man halt einfach nicht vergessen. Das sieht immer so aus, ja, ist eine Kurslücke, klar. Aber wenn wir uns das anschauen, wir reden halt hier schon von einem Gap von 7-8%. Und das ist schon mal eine Hausnummer so. Und auch hier das nächste Gap, wenn wir uns das anschauen, auch wenn es jetzt nur 3% ist, das sorgt aber nicht unbedingt dafür, dass ich als Investor aus den Schuhen springe. Weil ich muss ja immer damit rechnen, wenn ich hier eine Long-Position habe, dass mir die über kurz oder lang auch um die Ohren fliegt. Das heißt, dass meine Stops einfach überrannt werden. Und wenn ich jetzt eine Überrennung des Stops habe, wenn ich reingehe in einen Wert, wie jetzt beispielsweise bei Tesla, dann kann ich damit leben. Wenn es aber passiert, ich bin in der Position drin und der Stop kann ich sofort
gezogen werden an der Stelle, sondern erst deutlich tiefer, weil es hier immer ein Gap auf der Unterseite gibt, dann ist es halt nicht so cool im Traden und deswegen handle ich auch solche Aktien sehr, sehr ungern. Fritz schreibt, wie siehst du die Bewegung Long-Short? Weiß ich jetzt nicht genau, was du damit meinst, Fritz. Müsstest du noch mal genauer definieren. Also ich bin im Moment nur Long engagiert. Für mich kommt auch Short überhaupt nicht in Frage momentan. Es sei denn, es ist ein Use Trade. Ansonsten bleibe ich ganz klar auf der Long-Seite. Wie gesagt, wir haben auf der Long-Seite in den letzten 4, 5 Wochen wirklich extremst gutes Geld verdient. Wie gesagt, im Rahmen von kleinen Konten, ich glaube mit 5 oder 6 Trades haben wir jetzt 8% eingefahren und das in 5 Wochen und auf dem Trading-Konto deutlich, deutlich mehr, fast 4-mal so viel. Also von daher macht es einfach unbedingt Sinn, auf der Long-Seite zu agieren. Okay, FCX. Na. So, ja, das ist zum Beispiel so ein Kandidat. Freeport, die möchte ich natürlich immer im Depot haben. So, das ist einfach etwas, was ich unbedingt suche, genau solche Aktien. Also von daher, Marc, super, das sind genauso die Titel, die ich natürlich versuche, immer und immer und immer wieder zu bekommen. So sehen die ja im Regelfall auch aus, die wir im Rahmen des Screening-Dienstes haben. Wir wollen halt wirklich genau diese Stärke haben, die in so einer Aktie ist. Der Markt zieht hier halt seit Wochen sehr schön nach oben, befinden uns eigentlich seit dem Sommer oberhalb der 200-Tage-Linie. Die Aktie hat sich von den Tiefs mehr als verdoppelt, hat 150% plus hingelegt seit dem Sommer, wenn wir hier an die Tiefs gehen, fast 500%, also 400% plus. Also von daher, also genau das ist eigentlich das, was wir natürlich im Handel tatsächlich suchen. Linde. Gerade gucken, Linde. So, auch hier ist immer die Frage, welchen Handelsansatz verfolgt man, wenn man sowas macht, Manfred. Grundsätzlich muss man sagen, markttechnisch gesehen ist die Aktie noch in einem Trend, weil dieser große Trend, den wir uns hier anschauen, so hier rauf, zack, hier herunter, der ist halt intakt. Ne? Also solange wir nicht unter die 200-Tage-Linie fallen und vor allen Dingen auch nicht hier unter dieses Tief, ist die Welt erstmal in Ordnung. So, das ist aber die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist halt ganz klar, die Aktie befindet sich gerade im Korrekturmodus. Das kann man hier ganz gut sehen. Aktie fällt hier runter, Korrektur und auch wieder hier runter. Das heißt, wir sehen hier so ein typisches 1, 2, 3. Wie gesagt, im Gesamtbild ist die Aktie long im großen Trend noch da. Ganz außer Frage. Aber die Korrektur auch hier, man muss sich halt immer vorstellen, die Aktie hat vom Hoch zum Tief hier 10% ungefähr verloren, hat sich jetzt ein bisschen wieder erholt. Aber das in einem Marktumfeld, wo eigentlich die großen Indizes an ihren Hochs stehen. Auch wenn es in Deutschland jetzt kein Allzeithoch ist, aber es ist ja trotzdem kurz vor den wichtigen Marken. Das heißt, die Aktie ist schon deutlich schwächer unterwegs. Wenn es jetzt Gründe gibt, warum du die Aktie gerne haben willst, klar. Aber ist jetzt nicht gerade eines der Momentum-Monster oder gehört auch nicht zu den Top 5 Aktien, die ich vielleicht im Jahr 2021 unbedingt im Depot haben müsste. So, ZS. Bei ZS steht bei mir Sojabohnen. Ich glaube nicht, dass du das meinst. Da habe ich nämlich auch keine Kurse zu. Kann ich also nichts zu sagen. Was haben wir noch? Was hältst du vom Dow Jones? Also wie gesagt, ich selber handle halt, Carsten, nicht den Dow Jones, weil der mir einfach zu träge ist. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich für viele Investoren, die einfach sagen, naja, ich möchte halt in den Dow Jones investieren, aber wie gesagt, mir ist der einfach zu träge. Deswegen, also ich würde eher auf den S&P 500 gehen, wenn ich da was handeln möchte. So, Adidas.
Hier auch ganz gut zu sehen, dass der Trend auch in Ordnung ist, der große. Wir sind noch ein bisschen von den Hochs weg. Wir haben schon mal einen Anlauf genommen. Was wir hier sehen, ist sowas Ähnliches wie das, was wir gerade auch im DAX gesehen haben. Also ihr habt hier diesen Widerstandsbereich. Der Markt ist jetzt schon mehrfach in diesen Bereich rangelaufen. Hier einmal, zweimal, dreimal. Man kann auch hingehen und sagen, naja, wenn wir uns das hier anschauen und setzen es mal hier auf diese Hoch sogar, dann ganz, ganz klar, die Aktie hat ein massives Widerstandsproblem im Bereich von 290 bis 315 Euro. Und solange die Aktie dieses nicht rausnimmt, möchte ich da auch nicht unbedingt mein Geld binden. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, die Aktie befindet sich natürlich in einem Aufwärtstrend. Also wenn wir uns das hier anschauen, kann man das ja wirklich sehr gut sehen. Die Aktie kommt hier hoch, macht hier nochmal ein Hoch, was etwas nach oben zieht und dann von dort aus hier, zack. Und hier neues Hoch. Das heißt, auch hier ist es ähnlich, wenn wir hier in diesem Bereich halten. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht wichtig. Das ist einmal hier das Tief, was knapp über der 250 liegt und bei 260 liegt der gleitende Durchschnitt. Dann ist es auf jeden Fall ein gutes Bild. Aber die Aktie muss halt auch erst durch den Widerstandsbereich durch. Ne? Das darf man halt einfach nicht vergessen. Die Aktie befindet sich auch im Korrekturmodus. Also auch das ist wichtig bei solchen Dingen zu beobachten. Das heißt, es gibt hier immer wieder Akteure, die auch versuchen werden, vielleicht die Aktie eher nach unten zu prügeln. Von daher, solange die noch aktiv sind, möchte ich hier eigentlich nicht unbedingt einsteigen. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass die Aktie kommt. RMRNA. Warum habe ich mir das gedacht? Zum einen ist die Aktie natürlich heute sehr stark. Ich habe die Aktie übrigens auch bei kleine Konten zum Wochenende hin aufgenommen. Also auch jetzt mit dem heutigen Tag dann schön ins Plus gelaufen. Aber grundsätzlich natürlich klar, bleibt nicht aus. Die Aktie gehört natürlich auch auf die Beobachtungsliste. Muss man auch sehen, dass man da guten Einstieg findet. Die ist hochvolatil, das darf man nicht vergessen. Das sieht man hier, was hier an einem einzigen Tag auch an Bewegung in dieser Aktie ist. Das heißt, da muss man auch schon Lust drauf haben auf Aktien, die so dynamisch sind. Allerdings muss man auch einfach sehen, die hat aus der letzten Korrekturbewegung nach oben, ich meine, wir reden hier von 8 Handelstagen, 100% in der Spitze gemacht. So, das heißt also, das sind natürlich Titel, die ich liebe. Deswegen, wie gesagt, ist die Aktie auch bei mir mit ins Depot gekommen und wir werden auch gleich bei kleine Konten Großtraden darüber sprechen, warum man solche Titel auf jeden Fall auch im Portfolio haben sollte. Auch heute, wie gesagt, plus 6,4%. Also von daher für mich einfach ein Titel, der auch in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich volatil bleibt, aber auf der anderen Seite natürlich auch wahnsinniges Performance verspricht. Es gibt im Moment noch nicht so viele Unternehmen mit einem Impfstoff. Das heißt, man konzentriert sich hier, wenn man als Investor oder als Trader eine Anlage sucht, natürlich jetzt auf BioNTech oder hier auf Marina. Also das heißt, da fließt einfach im Moment sehr viel Geld rein. Das ist auch der Grund, warum ich dann entsprechend hier eingestiegen bin. News zu Sony, Weihnachtsgeschäft, wird Sony interessant. Ich habe jetzt nicht das Kürzel von Sony. Ich versuche das mal, ob ich es hier kriege. Ansonsten Weihnachtsgeschäft, ja, klar, ist immer so irgendwie ein Argument. Aber gucken wir uns mal erst den Chart an. Ja, also siehst hier, die Aktie ist halt an den Hochs oben angekommen, ist auch im Konsolidierungsmodus. Das heißt, wenn die hier neue Hochs über 95 macht, super. Ich selber, wie gesagt, habe jetzt Sony nicht auf dem Schirm gehabt in den letzten Tagen. Deswegen, aber grundsätzlich passt das natürlich gut, weil Aufwärtsbewegung, Korrektur, neues Hoch, Korrektur, neues Hoch, Korrektur. Ist eigentlich genau das Bild, was wir natürlich suchen. Und Argumentationskette hast du ja gleich mitgeliefert, Dagmar, dass wir hier das Weihnachtsgeschäft haben. So, was hältst du von LOGN? Wow, also wenn es die Aktie ist, würde ich sagen, nichts. Warum nicht? Weil, wenn ihr einen Tageschart habt und der sieht so aus, dann möchte ich die Aktie nicht im Portfolio haben. Weil,
zu viele Sprünge. Das ist auch noch kein aktueller Chart, oder? Doch, echt. 24.11. Nee, das kann die Aktie nicht sein. Ich guck nochmal LOGN. Oder ist das Logitech, was ihr meint? Ah, Logitech, sagt Dani. Okay, dann ja, auch da muss ich dann halt gucken, welcher Börsenplatz das jetzt ist, der passend ist. Ich will jetzt mal den. Also es ist immer schwierig, wenn es eben Aktien sind, die jetzt, also ne, also kriege ich hier jetzt auch nicht. Kein Kurs zu, kann ich jetzt also erstmal nichts zu sagen. Sorry. Also Long-Short-Verhältnis 500, Long 300 Short. Ja, ich fahre solche, ich weiß nicht, welche Strategie das ist, Fritz. Sorry, aber diese 500 Long, 300 Short kann ich nicht sagen, mache ich nicht oder kenne ich auch nicht. Also deswegen kann ich da leider nichts zu sagen. Heißt aber nicht, dass das nicht gut ist. Also nur ich selber handle das halt nicht. Goldman Sachs. So, ist ein Trend, den wir in den letzten Tagen vom März sehen, dass der Bankenbereich tatsächlich an Stärke gewinnt. Ist uns auch schon aufgefallen in den letzten Tagen. Wir haben uns noch nicht drauf gesetzt, weil uns die Dynamik immer noch nicht so groß ist, wie wir das zum Teil in Technologietiteln haben momentan, kann aber ja noch kommen. Was hier schön ist, ist auch wieder dieses, was ich vorhin schon immer gesagt haben. Wir sind ja aus dieser Formation schön ausgebrochen, Schlusskurs drüber gesetzt, so kurz korrigiert, dann rauf. Also es ist wirklich eine schöne Bewegung. Würde ich, wenn ich drinne wäre, auch auf jeden Fall weiter halten. So, dann haben wir VCYT. VCYT. Ja, also was soll man da sagen? Sigrid, wenn du die im Portfolio hast, hast du alles richtig gemacht. Wenn du sie noch nicht drin hast, würde ich auf eine Korrektur warten. Ne? Also das ist wirklich ja immer so dieses typische Vorgehen. Also ich mag das ja, solche Aktien, das wisst ihr. Ich liebe halt Aktien, die mit einem solchen Druck nach vorne gehen. Das sieht man einfach daran, dass wir jetzt ja auch in den letzten Tagen und Wochen wirklich extrem gute Performance gemacht haben. Ich hoffe, ihr selber habt auch dieses Jahr davon profitieren können, von dieser hohen Volatilität im Markt. Erst dieser Abschwung 30-40% in den Märkten nach unten, dann diese Riesenbewegung nach oben, jetzt auch im November diesen starken Anstieg, den man sowohl als Investor mit über 12-13% nutzen konnte, aber eben auch als Trader überproportional stark. Also ich würde das hier sagen, das ist einfach eine super Aktie, die ich technisch gesehen auf jeden Fall im Portfolio haben wollte. Wie gesagt, ich würde jetzt nicht draufspringen, ich würde halt warten, bis die Korrektur kommt, aber grundsätzlich auf jeden Fall guter Wert. Was haben wir wieder? Eine Aktie, da weiß ich nicht, wo die finden. Schauen wir mal, also das Kürzel ist es auf jeden Fall nicht. Okay, kommt aus dem S. Ja, sieht auch gut aus. Schöner Ausbruch. Ich gehe gerade mal ein bisschen zurück, um zu gucken, ob wir Jahreshochs haben. Also ein schönes Jahreshoch gemacht. Jetzt Konsolidierung. Also die Kunst ist in solchen Aktien am Ende des Tages tatsächlich einen guten Einstieg zu finden. Das ist eigentlich die Kunst, weil sollte nach Möglichkeit natürlich nicht zu weit zurücklaufen. Auf der anderen Seite sind hier natürlich, wenn wir sehen, also vom Hoch jetzt auch schon ein bisschen korrigiert, also was wir hier anschauen, das sind halt auch schon auch 5%. Wenn die sich hier stabilisiert, wäre das natürlich mega. Und dann versuchen tatsächlich hier relativ schnell einen Einstieg zu finden. Wenn der Gesamtmarkt mit nach oben zieht, denke ich, wird die Aktie auch auf jeden Fall noch weiterlaufen. So, SQ, Square. Ja, auch heute knapp 2% im Plus die Aktie. Super gelaufen, dicht an den Jahreshochs, hier sehr schön umgekehrt und dann auch sofort nach oben gelaufen, kommt aus dem Technologiebereich, also von daher ganz gut, was hier auch wieder auffällt. Die Aktie ist halt ziemlich genau wieder hier so in diesem Bereich gelaufen, der halt spannend ist, ne? Ausbruch, Rücklauf, Umkehrkerze und dann nach oben auch was, was wir bei kleinen Konten beim letzten und vorletzten Mal halt besprochen haben. PayPal.
Ja, PayPal ist tatsächlich auch einer der Profiteure natürlich gewesen in den letzten Monaten von der ganzen Krise. Klar, viele Leute zahlen zwischenzeitlich mit PayPal. Wir haben auch immer wieder Dinge, die wir mit PayPal bezahlen sollen, wollen, müssen. Also macht auf jeden Fall Sinn. Die Frage ist halt immer, also gerade bei PayPal, die hat jetzt gerade hier nach oben hier diese Hochs rausgenommen. Was mir nicht ganz so gut bei PayPal gefällt, ist, dass die letzten Hochs immer mit starken Abverkäufen beantwortet wurden. Grundsätzlich, wie gesagt, kann man auf jeden Fall nehmen, also weil die macht halt neue Hochs, ist mir aber im Moment habe ich kein gutes Gefühl dabei, weil wir eben sehen, dass die Abverkäufe halt relativ stark waren die letzten Male. Aber das ist eine rein subjektive Meinung, lässt sich also nicht jetzt technisch untermauern. Ist einfach so diese Erfahrungsgeschichte, dass man da einfach sagt, ja, weiß ich nicht, bleibe ich einfach ein bisschen am Rande stehen. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt einsteigt, wenn es ein neues Hoch gibt, man hat einen relativ engen Stop, kann man hier auch das Tief setzen im Tageschart. Also das wird auf jeden Fall auch funktionieren. RPD. Whippet. Ja, gibt es eigentlich auch nicht viel dran zu meckern, ne? Also wenn wir hier zurückgehen, Allzeithoch markiert, ein bisschen vom Hoch zurückgekommen, aber vollkommen normal. 4-5% dann hier der Rücklauf. Ansonsten auch zu sehen, hier dieser kleine Trend läuft halt schön nach oben. So, und haben auch noch keinen Rücklauf hier bis an die 72 ran gemacht. Also von daher alles in Ordnung. So, BSBR. Santander. Ja, also ne, das ist so ein bisschen das, was wir vorhin auch schon bei Goldman and Sachs gesehen haben. Die Aktie kommt ziemlich gut aus dem Quark, hat jetzt hier seit Ende September, Anfang Oktober, also tatsächlich in den letzten, ja, 10 Wochen 80% Kursplus hingelegt, fast 90. Also es ist schon richtig, richtig stark, was hier passiert. Diese Aufwärtsbewegung. Vor allen Dingen, was mir hier gefällt, ist, die läuft halt sehr sauber in Trends. Also von daher ist das natürlich immer etwas, was sehr schön ist. Und wie gesagt, der Bankensektor kommt auch gerade. Das ist, wie gesagt, ist uns auch beim Wochenausblick schon aufgefallen, als wir auf die Branchenrotation geschaut haben, dass da es langsam, aber sicher in eine gute Marktphase geht. Was hier ein bisschen verwundert aus meiner Sicht, denn 2021 wird sicherlich kein einfaches Bankenjahr werden. Es ist ja viel Geld in die Märkte gepumpt worden in 2020 aufgrund der Corona-Krise. Ich habe auch heute Morgen noch einen Artikel zur Bankenkrise gelesen. Also das, was erwartet wird, also da wird schon noch einiges auch kommen. Also gerade auch bei Banken und also Volksbanken und Sparkassen. Also ich bin mal sehr gespannt, ob die Santander sich da von frei machen kann. Qualcomm auch eines unserer Aktien, die wir sehr, sehr gerne im Depot haben, hat sich auch in den letzten Wochen gut entwickelt. Hier einmal nach dem Gap, was wir hier gesehen haben, dann hier langsam wieder nach dem Gap wieder einen neuen kleinen Trend auch etabliert. Also von hier unten erst hier hochgelaufen, dann hier ein bisschen runter, hier rauf und jetzt hier der Ausbruch nochmal. Also von daher, Qualcomm sieht halt ganz gut aus, haben auch einen guten Prozessor jetzt an den Markt gebracht. Also von daher, glaube ich, sind die für 2021 sehr gut aufgestellt. Also von daher glaube ich auch, dass es gerechtfertigt ist, diese Bewegung nach oben. Ich schaue ja gar nicht so viel fundamental drauf, aber bei Qualcomm wird es auch gut untermauert, das Ganze. Also das gefällt mir im Moment ganz gut. So, dann haben wir PLUN. Na, wo ist die Aktie geblieben? So,
Auch hier ganz gut zu sehen, die Aktie hat hier so ein Doppeltief ausgebildet, einmal hier und hier. Wichtig ist jetzt, dass die Aktie dieses Tief auch hält. Wir hatten hier ein Tief bei 18,36, bei 42. Das heißt also, der Trend ist hier ganz klar noch in Ordnung. Auch zur richtigen Zeit im Prinzip die Umkehrkerze dann an den Tag gelegt, sowohl hier als auch hier. Das heißt, der Kurs ist zwischenzeitlich nach unten gedrückt worden. Es gab aber entsprechende Käufer, sodass die Aktie sich jeweils wieder ganz gut erholen konnte. Wichtig ist, dass es jetzt nicht noch einmal hier den Druck auf der Unterseite gibt. Das wäre nicht schön, denn wenn diese Tiefs hier nicht halten, die hier jetzt ungefähr auf einer Linie sind, dann könnte es tatsächlich ganz schnell auch gehen, dass die Aktie dann tatsächlich auch hier in dem Bereich tatsächlich von 16,50 runterrutscht. Das heißt, wir reden dann tatsächlich da von 8, 9% Bewegung nach unten. Sollte die Aktie es aber schaffen, hier tatsächlich nach oben zu drehen, und das kann man ja immer meistens ganz gut auch im Stundenchart dann sehen, was da passiert. Auch hier ganz schön ja, dass hier der Trend dann auch gerade nach oben zeigt. Also da muss man jetzt wirklich gucken. Was jetzt nicht so schön ist, ist dann tatsächlich dieser starke Abverkauf, der da heute stattgefunden hat. Gefällt mir nicht wirklich so gut, was wir hier hinten sehen. Also diese Bewegung hier oben, also der Trend ist schon noch in Ordnung, aber es gefällt halt nicht wirklich. Also solange die Aktie jetzt hier drüber bleibt, ist noch alles in Ordnung, klar. Aber das ist halt immer nicht so schön, wenn so eine Aktie bei 21,40 und dann innerhalb einer Stunde so um 4-5% nach unten fällt. Aber wenn die Aktie wirklich Dynamik aufbaut auf der Oberseite, dann ist es in Ordnung, ne? Also wichtig ist, dass man da wirklich drauf achtet, hier nach diesem Doppeltief, dass die Aktie hier wirklich dann schnell nach oben wegläuft. Okay, dann Thorsten fragt, würdest du jetzt noch in Nvidia einsteigen? Also eigentlich gibt es keinen Grund, warum ich in starke Aktien nicht einsteigen sollte, es sei denn, sie sind gerade nicht mehr stark, dann ist es was anderes. Würde ich jetzt in Nvidia einsteigen? Nee, würde ich jetzt gerade nicht, weil mir die Aktie zu lange konsolidiert. Wir haben hier ganz gut, ich roll das mal so ein bisschen zusammen, dann kann man das vielleicht ein bisschen besser sehen. Wir haben halt hier oben so einen Widerstandsbereich, so da, um die 580, 590 Dollar. Und solange die Aktie da halt nicht durch ist, jetzt kann man natürlich argumentieren, wir haben noch 10% bis dahin, ja, aber grundsätzlich gefällt mir das halt nicht, wenn eine Aktie halt hier so lange seitwärts läuft. Klar wird die irgendwann diesen Seitwärtsrange auch brechen und die wird auch immer kleiner, das kann man hier auch ganz gut sehen, denn am Anfang war die Range noch relativ groß. Dann sieht man hier, dass die Range doch deutlich kleiner wurde. Dann hier nochmal etwas kleiner und jetzt sehen wir, dass die Range noch kleiner wird. Also das heißt, wir sehen, die Volatilität geht immer mehr aus dieser Aktie heraus. Das führt dazu, dass die Aktie dann irgendwann den Ausbruch macht und wenn ich mich festlegen sollte, dann würde ich ganz klar sagen, dass ich glaube, dass die Aktie nur eine Richtung kennen wird, wahrscheinlich tatsächlich dann nach oben. Aber solange das halt nicht der Fall ist, binde ich aus meiner Sicht einfach zu lange Geld in einer Aktie, die noch keine Dynamik hat. Klar, wenn die ausbricht, wird das immer wieder sehr schnell gehen, gerade bei so Aktien wie Nvidia. Aber da die Wahrscheinlichkeit eben auch da ist, dass es auch nach unten geht, wenn auch nicht besonders groß die Wahrscheinlichkeit, also technisch gesehen würde ich halt sagen, dass es eher nach oben kommt. Aber ich warte halt dann tatsächlich immer lieber. Jörg fragt, was ist mit MU? Ja, das tut mir richtig weh, dass du nach MU fragst. Micron Technology. Warum tut mir das weh? Weil ich die Aktie haben wollte. Hier war mein Kauflimit. Ihr seht es hier. Da wollte ich die Aktie gerne haben. Dieser Rücklauf ist nicht gekommen. Und deswegen tut mir das so ein bisschen weh mit der Aktie. Wir haben hier ein bisschen auf den Rücklauf spekuliert, ist nicht gekommen und dann ist die Aktie einfach nach oben rausgeschossen. Die Frage von dir ist ja, lohnt sich ein Trendeinstieg? Ja, also glaube ich schon. Also es ist halt eine gute Trendaktie. Aber ich würde halt nie an den Hochs einsteigen. Das ist halt der Teil, was wir auch in der Trader-Ausbildung halt immer sagen.
Das hat nichts mit Fahnenstange zu tun, sondern wir sind hier einfach weit in der Bewegung so. Und das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, du musst schon genau wissen, wenn du tradest, was ist dein Handelsplan? Also was ist die Idee, die dahinter steht, warum du diesen Trade machen möchtest? Und je weiter du natürlich in einer Bewegung bist, oder das gilt ja auch für alle, desto größer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie in eine Korrektur geht und wir dann rausfliegen. So, das heißt, es ist ganz wichtig, ein gutes Handelssetup zu haben. Es nützt nichts alleine, nur eine gute Aktie zu haben, von der man sagt, okay, die möchte ich gerne handeln, sondern es ist auch ganz, ganz wichtig, dass ihr einen entsprechenden Handelsplan mit den entsprechenden Setups habt, wann ihr in so einen solchen Trade einsteigen wollt. Also grundsätzlich, Micron Technology gehört für mich auf jeden Fall auf die Watchliste, aber ich würde sie halt nicht auf diesem Punkt oder auf diesem Niveau gerade kaufen wollen. So, dann Sigrid, ob ich die Vola dieses Jahr mitgenommen habe, leider nicht. Ich bin ja erst im Herbst auf deine Ausbildung aufmerksam geworden und jetzt möchte ich erstmal alles verinnerlichen, bevor ich mit echt Geld loslege. Ja, also das ist auf jeden Fall ja wichtig, tatsächlich Stück für Stück das Ganze auch umzusetzen, auch langsam, auch ruhig mit kleinen Summen umzusetzen, erst Demo, dann kleine Summen und dann groß. Es ist auch gar nicht so einfach, so Jahre wie diese, gerade wenn man sieht, das erste Mal handelt, tatsächlich gut umzusetzen. Möchte auch kurz zeigen, wo wirklich für viele eine Problematik ist. Also wenn man mal jetzt wirklich dieses Jahr nimmt, das Jahr 2020, dann ist das auch kein einfaches Jahr gewesen. Ich meine, wir haben hier einen extremen Absturz gehabt im Markt. Und wenn man jetzt hier nicht an diesem Zeitpunkt gehandelt hat, ich meine, hier oben konnte man kaum davon ausgehen, dass es so stark runtergeht. Hier war dann ein guter Punkt, um die 11.500 diesen Short zu finden. Klar, und dann ist es ja auch wirklich massiv nach unten gegangen. Dass dann diese Vola auf der anderen Seite dann sofort, also die Volatilität ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir hier sehen. Das heißt, wenn der Aktienmarkt runtergeht, steigt im Regelfall die Vola natürlich an oder umgekehrt, als der Aktienmarkt dann gestiegen ist, ist halt die Vola runtergegangen. So, und dieses Zusammenspiel muss man ja einmal verstehen. Das ist ja auch genau das, was wir bei Mastermind halt machen, wovon wir halt extremst profitieren. Also hier auf der Short-Seite war es einfach, hier dann schon deutlich schwieriger, weil man eben auch nicht genau wusste, wie weit der Markt führt. Dann gab es im deutschen Markt eine ganz schwierige Phase. Das ist die, die wir gerade schon gesagt haben, nämlich hier oben gab es viel Widerstand und hier unten halt der Unterstützungsbereich. So, das heißt, dazwischen haben wir gependelt. Diese Zeit war halt deutlich einfacher im amerikanischen Markt. Deswegen machen wir auch jede Woche den Wochenausblick, damit ihr immer ein Gefühl dafür habt, in welchem Markt ihr zurzeit agieren wollt. Ansonsten profitieren wir natürlich zurzeit tatsächlich super, super stark von den Faktoren US-Markt, also die Aktien, die wir sowohl im Nasdaq als auch im S&P 500 handeln und natürlich davon, dass wir als Investoren 12, 13% mit unseren Investmentstrategien machen konnten, aber eben auch, dass wir in den letzten 5 Wochen oder 8 Wochen mit unseren Volatilitätstrades natürlich über 25% Performance einfahren konnten. Also da sieht man, es sind einfach viele kleine Bausteine, aber wie gesagt, ohne Stress, wirklich Schritt für Schritt, eins nach dem anderen. Das Jahr 2021 reicht auch, um dann den richtig großen Schritt nach vorne zu machen. So, dann haben wir die nächste Aktie, DDS, DD.S, Dupont. So, also auch erst hier mal den langfristigen Blick. Man sieht hier also anders als bei den anderen Aktien, dass wir hier nicht in der Nähe der Allzeithoch sind. Die liegen eher in dem Bereich von 110. Die Aktie kommt nach oben. Ja, man sieht das. Aber es fehlt halt hier im Unterschied zu den vielen anderen Aktien, die uns vorhin angeschaut haben, die Dynamik auf der Oberseite. Also es geht nach oben, der Trend geht nach oben, also kann man auf jeden Fall nutzen. Wenn man drinne ist, würde ich einfach die Stops unter den Tiefs immer nachziehen als Händler und das Ganze dann für den Handel nutzen. Wenn ich Trader wäre, würde ich mir halt überlegen, ob ich mich nicht lieber auf eine der stärkeren Aktien setze und damit im guten Handelssetup versuche, wirklich dann gute Performance zu bekommen. So, Daimler und Apple sehe ich auch noch als Frage. So,
Dann schauen wir uns Daimler an. Ja, also hier im Prinzip, hier sehen wir schon hier unten, also da haben wir schon Positionen aufgebaut. Das ist schon ein paar Wochen her. Das nehmen wir mal gerade raus. Ansonsten Daimler, wie viele andere Automobilwerte auch gerade auf dem Weg nach oben. Logischerweise, weil eben genau dieser zyklische Bereich im Moment auch gut läuft, haben hier schön korrigiert in den letzten 10 Tagen. Wenn es jetzt zum Ausbruch nach oben kommt, dann glaube ich, kann die Fahrt auch noch weitergehen. Wie weit das führt, muss man einfach abwarten. Das ist sowieso ein spannendes Thema in den verschiedenen Branchen. Welche Automobilkonzerne können sich jetzt wirklich in den nächsten Jahren durchsetzen, gerade auch was die neuen Antriebsarten angeht. Wir haben ja letztes Wochenende bei Rendite Unlimited da auch sehr viel drüber gesprochen gehabt, über dieses Thema, welche Antriebe und welche Automarken sich langfristig durchsetzen. Also wenn man mich vor 3 Jahren gefragt hätte, hätte ich gesagt, Daimler, die wird es auch in 10 und 20, 30 Jahren noch geben. Ob die jetzt den Sprung mit den alternativen Antrieben bekommen, ob das jetzt Elektro ist oder auch vielleicht mittelfristig andere Antriebe, das muss man einfach schauen. Ich selber bin ein Riesenfreund von Daimler. Ich fahre schon seit über 20 Jahren E-Klasse. Ähnlich geht mir das halt auch mit Porsche. Ich bin ein riesen Porsche-Freund, fahre auch selber ein. Also da mache ich mir auch nie Sorgen um den Preis. Ich mache mir auch keine Sorgen darum, dass sie Verbrennermotoren haben. Die stellen auch auf Elektro langsam um, haben Hybrid, weil die Leute, die sich solche Autos kaufen, erstmal nicht den ersten Blick darauf legen, wie viel Verbrauch da ist und und. Das sind halt andere Faktoren, die sprechen. Aber man sieht auch, dass diese Konzerne natürlich jetzt auch dabei sind. Daimler auch ganz viele E-Fahrzeuge, die jetzt gerade in den Markt drücken. Muss einfach abwarten, was da tatsächlich passiert. Aber erstmal sieht das Ganze wirklich gut aus. Starke Bewegung nach oben. Auch hier locker 30, 40% Bewegung nach oben. Und gehört für mich auf jeden Fall, was den deutschen Markt angeht, erstmal eher zu den positiven Aktien. So, noch Apple auf jeden Fall noch einmal. Das ist ja auch so eine Aktie, die eigentlich gefühlt jedes Mal mit dabei ist, wenn wir den großen Marktausblick machen. Auch hier im Prinzip wie die eine oder andere Aktie, die wir uns auch schon angeschaut haben, halt extremst im Korrekturmodus. Das heißt, also die Aktie hat hier ihre Hochs gehabt. Ihr erinnert euch, welches Datum das hier war. 1. November, 2. November und dann hier ging es dann runter. Das sind dann ist dann nachher der Bereich der Aktiensplits, dann anschließend die Korrekturen, die gekommen sind. Also das ist einfach, hier wird die Korrektur einfach noch abgearbeitet. Wenn die Aktie mal einen Tag findet mit viel Handelsvolumen und richtig Bewegung nach oben, glaube ich, dann kann hier auch wieder was kommen. Ansonsten kann man natürlich hier schon sehen, die Aktie hat hier diesen Trend, der hier war, noch nicht wieder erreicht. Also muss ich halt erstmal hier über die Hochs, sind wir dicht dran. Wenn das kommt, glaube ich, dann bekommen wir auch wieder ein bisschen Dynamik. Wir haben sie zurzeit nicht auf der Watchlist, die Apple-Aktie. Warum? Nun ja, uns fehlt einfach im Moment noch so ein bisschen die Dynamik, die einfach da sein muss. Also von daher heißt aber nicht, dass die Aktie nicht gut ist oder so, weil das auch immer bitte nicht missverstehen, sondern es geht eigentlich immer darum, ist der markttechnische Trend da? Und wenn er da ist, dann kann man die Aktie auch handeln. Deswegen haben ja auch viele diese Aktien im Portfolio. Für mich und den Handelsansatz, den wir halt hier bei uns nutzen und auch schulen, ist, da geht es halt darum, dass wir eben diese Momentum-Aktien haben wollen. Ne? Also da, wo wirklich gerade Power drin ist. Wir hatten das ja vorhin gesehen mit den Biotech-Aktien. Da geht es halt wirklich darum, solche Titel zu haben, damit man eben, ja, wie im Prinzip bei kleinen Konten jetzt innerhalb von 4, 5 Wochen dann tatsächlich 7, 8% Performance hinbekommt oder im Trading sogar noch deutlich mehr. Wir haben 1 Minute vor 19 Uhr. Vielleicht noch zum Schluss 2 Webinar-Hinweise hier an dieser Stelle am 17. Dezember. Die letzten 2 Webinare für dieses Jahr. Und zwar sind es reine Info-Webinare. Und zwar einmal zur Investment-Ausbildung und einmal zur 90-Tage-Trader-Ausbildung. Das heißt, wenn ihr nicht nur wissen wollt, was gute Aktien sind, so wie wir das jetzt besprochen haben, sondern wenn ihr auch lernen wollt, wie findet ihr diese, wie setzt ihr diese um, und wie bekommt ihr dann eine positive Performance, dann lade ich euch ein zu den Info-Webinaren. Dauern ungefähr immer so 30 bis 45 Minuten. Wir haben ja vorhin schon gesagt, im Rahmen kleine Konten haben wir in den letzten 5 Wochen
ungefähr 8% Performance einfahren können. Hier im November die Performance aus unserem Handelskonto, ist ein Ausdruck von IB, gut 20% Performance im letzten Monat. Also auch von daher ist einfach eine super, super coole Zeit, in der wir uns gerade befinden, wo das Handeln auch einigermaßen einfach ist. Ansonsten der große Marktausblick beziehungsweise dann wieder am 14.12. bei uns für alle Teilnehmer unseres Newsletters. Ja, und dann sind wir pünktlich 19 Uhr und ich gebe dann zurück an Nelson. Ja, danke dir, Mario, für das Webinar und für die Webinare in diesem Jahr. Hat mir persönlich wieder Spaß gemacht und ich freue mich, dass wir auch im nächsten Jahr wieder einige Termine haben. Dazu wird es nochmal eine E-Mail an alle Teilnehmer geben, so dass sie sich dafür anmelden können. Ja, vielen Dank an alle fürs Dabeisein, für die Fragen, für die Wünsche und ich wünsche noch einen schönen Abend, noch eine erfolgreiche Woche, dir natürlich auch, lieber Mario, und würde mich freuen, wenn Sie dann auch nächstes Mal wieder dabei sind. Bis dahin passen Sie auf Ihre Positionen auf, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.